Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Evil Within 2. Kommen jetzt hier noch mehr Gegner? Da ist sie. Alter! Ach du Scheiße, das ist jetzt so ein Boss oder so. Alter, wo soll ich hin? Oh mein Gott. Wie soll ich den denn besiegen? Hier geht's nicht weiter. Oh mein Gott, wo soll ich hin? Oh mein Gott. Ich brauch den Erste-Hilfe-Koffer. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man das machen soll. Ah, hier kann man durch. Hier sind ein paar Sachen. Das wollte ich nicht. Ich will die Munition. Noch mehr Munition. Oh mein Gott. Alter. Nein, jetzt muss er nachladen. Alter. Wo ist das Fass? Na toll. Alter, oh mein Gott. Munition. Kann man hier nach hinten? Sehr gut, das funktioniert. Oh shit. Ah, ein Bolzen. Warte mal. Ich will, dass er hierher kommt. Ja, sehr gut. Was? Okay, das hat nicht funktioniert. Ich wollte auf das Fass schießen, damit es explodiert. Ich glaube, das ist auch noch Munition. Okay, das hat funktioniert. Sehr gut. Hier ist noch ein Fass. Okay, er brennt, glaube ich. Warte mal, ich kann mein Präzisionsgewehr rausholen. Da haben wir auch 5 Kugeln. Nachladen wäre nicht schlecht. Oh mein Gott, renn! Alter, nein! Oh mein Gott, ich bin fast tot. Und ich habe keine Ausdauer. Oh nein, das ist eine Sackgasse. Hey, ich habe so wenig Ausdauer. Und die lädt sich auch so langsam auf. Ich kann jetzt auf keinen Fall stehen bleiben. Alter, ich zünd mich doch selber an. Ja, ich habe nichts zum Heilen. Warte, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Oh, ich kann mir eine Spritze herstellen. Aber nur eine leider. Ist aber egal. Sehr gut. Keine Munition. Ah, warte, da ist doch Pistolenmunition. Präzisionsgewehr. Oh mein Gott, weg hier. Natürlich wieder verfehlt. Komm schon, das macht doch eigentlich viel Schaden. Einmal getroffen. Nein! Nochmal getroffen. Jetzt gehen wir zur Munition und sammeln sie ein. Pistolenmunition. Ah ne, es ist Schrotmunition.
tot? Nein, natürlich nicht tot. Jetzt aber. Alter, wir sind nicht einmal gestorben. Also ich habe nicht gedacht, dass wir das beim ersten Versuch schaffen. Hier ist gar nichts drin. Hier sind noch mehr Kisten. Ah ne, die kann man nicht zerstören. Aber ich habe mal wieder meine komplette Munition verbraucht. Aber ich glaube, wir haben auch alles angesammelt. Weil wir waren ja, glaube ich, an jeder Stelle. Oh, bitte nicht doch so ein Gegner. Myra! Wohin gehst du? Du wirst Lily nicht wehtun. Ihr wehtun? Niemals. Ich liebe sie. Deine Liebe kann sie nicht beschützen. Das kann nur ich. Ich sagte, verschwinde! Sie darf Lily nicht kriegen. Wo sind wir denn jetzt? Auf einmal ist hier alles voll mit Schnee. Ist das unser Haus? Da muss sie sein. Ich muss weiter. Kapitel 16 im Limbo. Und ich habe eine neue Trophäe erhalten. Mach dich auf dem Weg nach Hause. Oh mein Gott. Ein Resonanzpunkt. Ah, hier. Sie sind gut vorbereitet. Union läuft so reibungslos, dass sie es nicht mehr genau überwachen. Jetzt oder nie. Wir müssen Lily befreien können, bevor sie es mitkriegen. Wenn sie raus ist, sind wir so gut wie unsichtbar. Sind Sie sich da sicher, Theodor? Jemand Hochrangiges wie Sie. Wenn Sie geschnappt werden. Ich habe meinen Entschluss gefasst. Ich kann nicht mehr tatenlos zusehen, wie Sie dieses arme Kind für Ihre Zwecke missbrauchen. Dieser dreckige Mistkerl hatte von Anfang an ganz eigene Pläne.
Warte, hier sind doch Fußspuren. Warte, hier kann man ja noch reingehen. Da ist sie. Schnell. Das ist mein Büro, ja. Oder? Was tun Sie da? Dachten Sie wirklich, ich lasse zu, dass die Mobius vernichten? Sie besitzen keine Weitblick, sind aber viel zu wichtig für mich. Wenn ich Sie kontrolliere, wenn ich Sam kontrolliere... Bin gespannt, wie Sie sich aus der Hölle herausreden wollen. ...das Potenzial entfallen. Jetzt geben Sie sie mir. Nur über meine Leiche. Da ist es passiert, als alles begann zusammenzubrechen. Hier sind wieder ein paar Sachen. Eine Spritze. Waffenteile und Schießpulver. Und rotes Gel. Ah, hier kann man wieder speichern. Hier ist nochmal grünes Gel. Und den Spiegel kann man jetzt auch gar nicht mehr benutzen. Ach so, stimmt. Man muss ja auch nicht mal zurück. Ja, 5 Kugeln. Vielleicht ein bisschen Sturmgewehrmunition. Ja, okay, ich kann wieder nur eine Kugel herstellen. Das lohnt sich eigentlich nicht. Dann ein Rauchbolzen. Na, ich weiß es nicht. 185 Waffenteile. Dann gehen wir noch mal hier hin. Willkommen zurück, Detective. Gesundheit. Okay. Wir haben 18.000 Gel. Okay, ich nehme das hier. Erhöht die Menge der regenerierten Gesundheit bei Heilung kurz vor dem Tod. Das nehme ich auch mal. Erhöht die Menge der regenerierten Gesundheit bei Heilung kurz vor dem Tod. Ja, okay, das nehme ich auch nochmal. Dann gehen wir nochmal zu Kampf. Hier haben wir fast gar nichts geupgradet. Aber wir können jetzt auch eigentlich gar nichts mehr nehmen. Und ich kann irgendwie gar nicht mehr sprechen. Ich verspreche mich schon dauernd. Ja, aber jetzt haben wir noch 2000 Gel. Den Schlüssel haben wir ja auch nicht mehr. Dann speichere ich nochmal kurz.
Ein riesiges rotes X. Das nenne ich Kunst. Immer an der Front zu kämpfen ist gefährlich. Ich werde ihr Opfer nie vergessen, Hoffmann. Ja, ich würde sagen, ich gehe überall mal hin und dann, ja, wer sich das durchlesen will, kann sich das ja durchlesen. Man kann ja immer auf Pause drücken. Wenigstens ist er nicht kampflos gestorben. Ohne ihn wäre der Stabilisierungsemitter noch immer aus. Ich wollte ihn nicht töten. Aber Theodor hat mir keine Wahl gelassen. Verdammt! Er hätte mir helfen können, Lily zu finden. Okay. Kann man hier noch irgendwas lesen? Und da müssen wir hoch. Aber Leute, ich würde sagen, das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Ja, ich glaube, wir stehen kurz vor dem Ende. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.